So, wieder zurück bei GT6 und ja, wir widmen uns heute mal wieder dem Karrieremodus, internationale A-Sektion. Ja, nachdem wir die letzten beiden Folgen ja so einen kleinen Ausflug in die umhergebenden Veranstaltungen sozusagen gemacht haben, einmal die GT Academy und auch die Saisonveranstaltungen, werden wir uns heute mal wieder, wie schon gesagt, den Rennen hier widmen. Und Regenmeister steht als nächstes an. Das wird natürlich eine sehr herausfordernde Sache. Dort dürfen wir drei verschiedene klassische Rennstrecken befahren, nämlich Spa, Le Mans und auch die Nürburgring-Nordschleife mit Grand Prix-Variante dran, wie es aussieht, also die 24-Stunden-Variante. Und ich habe mir schon ein Fahrzeug ausgesucht. Es muss ein Auto sein, was kein Rennwagen ist. Und ja, das habe ich getan. 650 LP ist das Maximum. Und ich habe mir hier einen Mercedes SLS AMG genommen, der so ein bisschen von mir modifiziert ist. Ich habe ihn ein bisschen getuned, habe ich schon ein bisschen länger in der Garage. Und ich erhoffe mir von dem Fahrzeug ein gutes Fahrverhalten. Dafür ist der SLS ja auch bekannt. Und deswegen habe ich den ausgewählt. Ich habe 25 LP weniger. Den Wagen habe ich gewichtsreduziert auf Stufe 2 und mit einem Kompressor ausgestattet und noch einigen anderen Sachen. Und somit versuche ich mal mein Glück. Spa-Francorchamps, drei Runden, also die Distanzen hier sind auch nicht gerade gering. Spa ist ja schon ein bisschen längere Strecke und mit Regen dauert es natürlich noch länger. Normalerweise, ja, komme ich eigentlich immer ganz gut klar im Regen, muss ich sagen. Allerdings, ja, weiß ich nicht so genau, wie die KI klarkommt. Also in den Vorgängern war es oft so, dass die KI-Gegner fast genauso die Linie gefahren sind wie, ja, ohne Regen. Und, ja, was soll ich sagen? Dürfen wir hier alle Reifen fahren oder wie? Ja, dann muss ich mir wohl die Rennreifen holen. Intermediates werde ich mir auch kaufen, sowie Starkregenreifen, Heavy Wets. Man weiß ja nie, was hier passiert. Im Moment sieht so aus. Ah ne, sieht doch nicht so aus. Okay. Jetzt wäre es halt mal interessant zu wissen, wie viel Prozent Streckenfeuchtigkeit hier herrscht. Steht ja hier nirgends. Doch, 100%. Okay. Gut, wir sind sowieso auf den Heavy Wets, dann behalten wir die gleich. Ja, wir haben hier viele Gegner, übrigens auch sehr, sehr schnelle. Wir haben gesehen, ja, ein Enzo Ferrari ist hier dabei, ein W12 Nardo oder auch eine ACR Viper, die übrigens meiner Meinung nach wahrscheinlich das beste Fahrzeug hier sein könnte. Und ein Pagani Huayra. Gucken wir mal, ob wir mit dem SLS einen guten Griff gemacht haben. Und ja, wird wie gesagt spannend jetzt zu sehen, wie die KI sich jetzt schlägt im Regen und ob ich mit meinen Regenerfahrungen hier eine Chance habe. Früher bremsen heißt natürlich immer KTM Crossbow haben wir übercrossed. Und hier werde ich dann tatsächlich auch mal die Traktionskontrolle benutzen. Im Regen ist es wirklich eine super Sache. Wir sehen, hier ist es überall Spray. Wow. Ja, fast in die Avolo hinten reingekracht. Die Ablo. 12. Position, das war natürlich nicht cool hier in der ersten Kurve, in der Eau Rouge. Da haben wir nicht besonders clever agiert. Da hätten wir früher bremsen müssen. Ich sehe gar nichts. Ich bremse jetzt einfach mal prophylaktisch. Gib nochmal ein bisschen Gas und bremse nochmal. Scheint ganz gut zu funktionieren. Alfa Romeo TZ3 hier sehr langsam. Gehen wir mal rechts vorbei. Fahrverhalten vom SLS ist in Ordnung. Komme ich gut mit klar. Die Viper hier, oh, sehr, sehr langsam. Ja, worauf muss man eigentlich achten im Regen? Man muss natürlich darauf achten, wenn man schon die Wahl hat, welches Fahrzeug man nimmt.
ist es natürlich ein enormer Vorteil, wenn man Allradantrieb hat. Gibt es natürlich in den hohen, schnellen Rennklassen oder bei den Superfahrzeugen kaum. Deswegen ist es dort auch nützlich darauf zu achten, dass man nicht unbedingt in einem Auto sitzt mit Mittelmotor. Der Mittelmotor... Ah, scheiße. Schiebt dann nämlich ganz schön und die Balance ist dann ziemlich schnell hin. Dreht sich dann der Wagen sehr, sehr schnell um die Mittelachse, weil dort nämlich der Motor sitzt und das Gewicht quasi. So, ich fahre jetzt mal extra hier ganz weit rechts. Na gut, da... Aber man muss ja echt aufpassen über vor der KI. Ich hoffe, ich bin hier schnell vorbei an der Corvette. Oh, wow, wow, Quersteher. Ja, und wenn man dann fährt, dann muss man natürlich drauf achten. Oh, Junge. Muss man drauf achten, dass man langsam rausbeschleunigt, nicht zu abrupt lenkt und auch mit der Bremse etwas sensibler unterwegs ist. Vielleicht auch mehrmals bremst, das ist nämlich ganz gut. Man hat zwar immer ABS an Bord, aber trotzdem blockieren beim Regen, beim Bremsmanöver immer die Räder. Man kann dann quasi nicht mehr lenken und muss von daher wirklich darauf achten, dass man oftmals die Bremse löst, so wie jetzt hier. Dann kann ich hier nämlich wunderbar wieder einlenken, gehe hier langsam wieder aufs Gas. Trotz Traktionskontrolle drehen trotzdem die Räder durch. Ihr hört es immer so leicht an diesem Slicen. Wenn man sie komplett hochregelt, dann wird der Wagen zu langsam. Also man darf die auch nicht zu labil einstellen, hier die Traktionskontrolle. Man muss da auch schon den richtigen Einstellwert für finden. Oh, das war jetzt zu spät. Das war die Macht der Gewohnheit der normalen Bremspunkte. Weil man muss natürlich auch die Bremspunkte vorziehen. Kann nicht einfach so spät bremsen wie sonst auch. Und man darf sich nicht verbremsen, wie ich hier gerade. Wenn man zu lange auf der Bremse steht, geht es nur noch geradeaus. So, ja. Also mit dem SLS komme ich gut klar. Handling ist gut. Topspeed reicht aber nicht. Der ist zu langsam. Ihr seht es, auf den Geraden, da ziehen die Gegner immer weg. Aber ich kann dafür ein bisschen später bremsen. So. Ganz gut durchgekommen. Es sind noch drei Gegner vor uns. Ist natürlich auch immer bereit, sein gegenzulenken. So. Ah, hier ein bisschen zu weit nach draußen gekommen. Ja, die Curbs sollte man natürlich auch meiden. Ja, das brauche ich ja nicht mehr dazu zu sagen. Ja, ich bin ein bisschen verwundert, dass der McLaren MP4 12C davon noch so gut mithält. Der ist ja tatsächlich auch schon bei Trockenheit sehr, sehr schwer zu kontrollieren. Aber der KI scheint das nicht viel auszumachen. Ah, verbremst jetzt hier, ist genau das passiert, Räder blockiert. So, letzte Runde. So, jetzt habe ich mich hier ziemlich aggressiv reingebremst.
so daneben gesetzt. Das war in Ordnung. Jetzt muss ich zusehen, dass ich nach vorne komme. Viel Zeit bleibt mir nicht mehr. So, okay. Einer ist noch vor uns. Das ist der Pagani. Ja, leicht touchiert. So, ja, ich werde es auch mal, glaube ich, vermeiden, jetzt hier in die Cockpit-Ansicht zu schalten, weil da sieht man natürlich überhaupt nichts mehr. Ich werde das Replay, glaube ich, gleich mal kurz abspielen und dann dort die Cockpit-Anzeige mal zeigen, damit ihr mal seht, wie das aussieht, für alle, die es noch nicht so genau wissen. So, ja, von Spar werdet ihr jetzt auch in dieser Woche mehr sehen, beziehungsweise in den folgenden Wochen, weil ihr jetzt nämlich ab Freitag auch immer das 2-Stunden Endurance-Rennen hier sehen werdet, mit verschiedenen Parts, was ja am Sonntag jetzt gelaufen ist. Ja, also der Wagen war eine gute Wahl, allerdings werden wir ihn, glaube ich, für die nächste Strecke nicht unbedingt benutzen können. Das wird nämlich Circuit de la Saat sein und da sind sehr lange Geraden und da fehlt mir dann, glaube ich, doch der Topspeed mit dem SLS. Ich könnte natürlich noch irgendwas weiteres einbauen, damit ich schneller werde, aber ich glaube, ich gucke einfach mal nach einem anderen Auto nochmal. So, einmal kurz die Wiederholung. Ja, hier sieht man schon, das ist auch eine schöne Aufnahme. Die Windschutzscheibe des SLS ist allerdings relativ flach gehalten, sehr geduckt. Deswegen sieht man nicht ganz so viel nach vorne. Ganz normale Cockpit-Perspektive und da sieht man, man sieht nicht viel. Diese nassen die Tropfen auf der Windschutzscheibe, so heißt es. die sind dann doch schon ganz schön irritierend. Im Vorgänger war es noch schlimmer, hier geht es jetzt einigermaßen, aber wirklich alles andere als komfortabel. Ja, gehen wir mal hier raus und schauen uns mal an, was wir fürs nächste Rennen nehmen können. So, also als nächstes wird Le Mans gefahren. 2 Runden. Und ich muss sagen, ich habe da, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Nach LP sortieren hier. Ja, der W12 wäre noch mal eine Möglichkeit. Der ist auch relativ schnell. Die kann ich ja hier nicht nehmen. Die sind ja Rennwagen. Den Audi R6, ja. Der Lamborghini Reventon, der ist eigentlich allradmäßig ganz gut für Nässe geeignet, doch der ist relativ instabil, auch durch den Mittelmotor. Also bin ich, glaube ich, fast schon am Überlegen, ob ich vielleicht tatsächlich den W12 nochmal nehmen soll. Oder?
Ich nehme nochmal den FXX. Den nehme ich nochmal. Das ist eine gute Idee. Und ja, das fahren wir dann. Allerdings nicht mehr jetzt, das würde zu lange dauern, sondern in der nächsten Folge.